Moin Moin und herzlich willkommen zur heutigen Aufnahme. Ich bin der Maximilian. Irgendwo da drüben ist der Felix. Gibt dir gleich da drüben, das hatten wir vorhin irgendwie schon mal, Taro. Ja, es muss so sein. Ja, genauso nebenbei, das ist der zweite Versuch heute. Ja. Wir haben nämlich gerade eben einen Bug gefunden in TBS. Ich habe jetzt noch schnell ausgemerzt, das ist eine Sache von 2 Minuten, aber muss halt gemacht werden. Jo, wir sind heute auf der MZB unterwegs. Da mache ich jetzt Zählerbahn. Ich wollte gerade sagen, spreche das Ding bitte aus, sonst denken Sie noch, das wäre ein Zugsicherungssystem. Das Was wäre denn das? Die mittlere Zugbeeinflussung? die manuelle Zugbeeinflussung. Stimmt. Stimmt, ja. Könnte sein. Hätte Gibt's aber was? nicht, leider. Scheiße, Ja. jetzt bin ich dir nur noch auf Ideen, jetzt wird es noch komplizierter. Nein, aus! Nein, es gibt keine manuelle Zugbeeinflussung. Also zumindest kein System unter dem Oh Namen. Da brauchst du keine Sorgen machen. Gott sei Dank. Mir reicht die Es gäbe PZB aber zu mehr. Positive Train Control. Das ist eben nicht unähnlich der Idee. Nein, lass mal. Setzen wir das Spiel mal fort, oder? Yep. Fortsetzen. Oh, ich habe die Fahranfrage schon. Ich Beziehungsweise die auch. Fahrerin. Genau, Textil. jedenfalls, wir sind auf der Maria Zellerbahn unterwegs, stehen aktuell gerade nach uns hier oben, sollten wir. So, Anmeldung Füllung erfolgreich. ist Ja. angemeldet. Schon deaktiviert. Tour geöffnet. Ich melde mich auch gerade an. Jetzt müssen wir geschwind ein bisschen anders machen. So, jetzt alle. Ich soll vielleicht aufhören, Schwäbisch zu schwätzen. Doch egal. Das soll ich sehr furchtbar machen, wenn sie an meiner Ausbildung zum Fachinformatiker in Stuttgart, von daher. Ja. So, ich drehe bei mir Aktiviert. den Zug ein bisschen lauter. Lichter aktiviert, Ein Lichter bisschen deaktiviert, sehr Lichter leise. aktiviert. Habe ich auch gerade. Lichter an, sind Null, mal alle drei, reingehüpft. drei. Drei Passagiere! Oh Gott, wie Wie viel hab ich? Ich hab fünf. 13 Uhr mal 4. 13 Uhr 10 Na, Uhr. fertig, mach mal ab. Genau, 13 Uhr 10 Uhr. jedenfalls, wir fahren 13 Uhr mal jetzt 7. Richtung 13 Mariazell, Uhr mal 8. schauen mal, ob wir es auch dorthin schaffen. Ja. Warum habe ich das Imperial Measuring System, kann mir das einer sagen? Ich habe vergessen, das umzustellen. Egal, wir fahren heute mit 10 km Meilen in und 60 km, Yards. 20 km, 25 km, 30 km in Ich 60 km. fahre in Kilometern. 40 km, 45 km in 60 km. Ja, also, wenn ihr in Kilometern sehen wollt, dann geht's zu Felix rüber zu seinem Video. Wir verlinken das Video in der Videobeschreibung. Na, m-m. Wir laden es bald noch auf deinem Kanal hoch. Du vergisst immer wieder, mein lieber Freund, dass ich gar keinen Kanal habe. Aber ich verlinke es trotzdem in der Videobeschreibung. Na gut, aber du bist einfach, da verlinkst du deinen eigenen Kanal, mein Lieber. Ja, sorgt für Aufrufe. So, bis Warum 100. hast du eigentlich keinen Kanal? Fahrerlaubnis ist erlaubt, also 16.262 Oh, Metern. ich habe 16 Kilometer Fahrerlaubnis. Nice. Ich Null drücke hier beschlossen. mal. 13 Uhr 10 Null. Oh, ich darf schon los. Hilfe! 13 Uhr 58. Nee, noch gar nicht. Ich habe mich 13 Uhr verzahnt 10 Null. mit der Ich noch Taste. nicht, ich hab noch 8 Sekunden. Jetzt darf ich. Tschüssi! 40 km. AFD aktiviert. Warum ich keinen Kanal habe, weil ich so gar nicht wüsste, was ich hochladen sollte. Noch nicht. Naja, TWS-Videos. Mein Lieber, kümmere dich erstmal um die Veröffentlichung. Herzlich Oh, hallo willkommen Petra! in der Himmelstreppe Die auf erlaubte der Fahrgeschwindigkeit Fahrbahn 63 Maria km/h. Zell. Was? Willkommen aboard 50 km, Tour 55 Maria km/h. Zell. 55 km/h. Hallo, T. Petra, sag ich. Geschwindigkeit Ach circa so. 45 km/h nach 100 Metern voraus. Oh Gott, jetzt geht's gleich schon wieder auf 40 runter. Ich stelle das ist die Möglichkeit, Heide, nein. Wie bitte? Ach, ich darf jetzt gleich schon wieder auf 40 runterschalten von 65. Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 km/h in 600 Metern voraus. Hey, davor darfst du nochmal 800 Meter fahren, dann chill. Ja. Och, ich bin zufrieden, ich bin glücklich, ich bin entspannt. Passt. Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 km/h in 400 Metern voraus. Sifa, Schnauze. Die kommt bei dem anders, gell? Die kommt theoretisch alle 400 Meter. Ich merk's. Das ist in Realität auch so, Geschwindigkeitsbegrenzung was soll ich machen? Einmal Brabbremsen. So. Weißt du, Nee. du kannst auch so alle 3 Sekunden gefühlt kannst du mal hupen, weil da ist sicher ein Bahnübergang. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 40 km/h. Okay, warum sagt er mir die Tunnel mit der Sifa mit der Sapi-Stimme an? Das dürfte er eigentlich, sollte er nicht tun, wenn ich den Screen wieder nutze, oder? Geschwindigkeitsbegrenzung von 35 km/h in 600 Metern voraus. Doch, sollte er tatsächlich. Das ja? 105.
Okay, Das gut. passt schon. Gut zu wissen. Ist nämlich ein extra Stimmobjekt, programmiertechnisch gesehen, damit die unabhängig sind, damit die Tunnel immer angesagt werden. Ah, jetzt geht es gleich auf 34, ne, und, 35, 34, ja, nee, ist klar, wehe. Also. Hey, bei mir sind das 22 Meilen pro Stunde. Das ist eine sehr schräge Zahl. Weißt du, auf N und M hast du die Hörner getrennt, gell? Ich weiß. Gut. Ja, es ist ja seltener, dass es gibt. Ja, ich hau immer auf die Leertaste. Ja, verstehe ich. Alter, müssen die Menschen bei der krassen Bremsung nicht irgendwie durch den Zug fliegen? Heide mal. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 35 km/h. Die Himmelsseite, die mag ich irgendwie. Ich meine, ich habe die Sounds bei der tatsächlich fast alle selber aufgenommen. Ein paar habe ich von einem befreundeten Triebfahrzeugführer von der Maria Zellerbahn. Das war's aber auch schon. Passt. So. Du hast auch gerade den 35er überfahren? Yep. Ja. Das nächste. Ja, genau, jetzt kommt dann gleich noch eine Änderung auf 45. Ja. Und danach kommt dann schon bald der Gösing-Tunnel. Da darfst 80 fahren. Hui. Und dann geht's übrigens bergab. Das ist der Scheitelpunkt und danach geht's bergab. Okay. Fast bis Mariazell. Kurz vor Mariazell kommt dann wieder eine Steigung. Wie sieht denn das dazu von außen, von draußen aus? Hallöchen. Es ist ein dreiwegiger Triebzug. Da kommt er. Mach mal schneller, du komisches Viech. Beinriegeltunnel. Beinriegeltunnel. Hey, sei mal froh, dass ich die Langsamfahrstellen, die es wirklich gibt, nicht reingehauen habe. Aktuell. Weil das dann, also jetzt noch nicht, erst hinten in Mitterbach, kurz vor Mariazell, wären zwei 10 km/h Langsamfahrstellen auf zwei Brücken und dazwischen ein großartiger 20er. Gesamtlänge knappe 300 Meter. Hm. Ich bin jetzt auch bei den Beinriegeltunnel eingefahren. Ich bin schon im nächsten Tunnel. Welcher ist es denn? Ich bin schon raus, zu spät. Ach so. Dann schauen wir, welcher es ist. Ich war zu langsam zum Drücken. Ich habe einen Haltewunsch stehen. Du auch? Warte, Taste. 6. Nö, bis jetzt noch nicht. Okay. Ja, und ich habe eine Fahrerlaubnis bis zur Zugleiter- und Meldestelle reingraben. Bei mir ist die Fahrerlaubnis in wie viel? 1381. Ja, es ist nach mir. Reingraben ist kein Halt, sondern eben nur eine Zugleit- und Meldestelle. Also, da haben sie den Abschnitt zwischen zwei Bahnhöfen in zwei Signalabschnitte aufgeteilt, damit die Züge dichter hintereinander fahren dürfen. Genau. Und jetzt bist du auch im Bereich von Gösing, was die Signalisierung betrifft. Abfahrt. Bei mir kommt auch gleich der 80. Geil. Ich schnell fahre mit diesem Zügchen hier. Ui. Die 80 fühlen sich wirklich schnell an bei ihr, gell? Wir müssen auf jeden Fall auch mit der fahren, wenn du mal kommst. Boah, ich muss mal eine Liste machen, was wir alles fahren müssen. Frage, wie lange muss ich dann zu dir kommen? Lang. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h, 1600 Meter voraus. So, let's go. Könnte man eigentlich machen? Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h, 1600 Meter voraus. Hätte man eigentlich machen müssen, wenn ich Osterferien habe. Ja, meiner sagt mir einfach schon mal den 60er an, der dahinter kommt. Ja, bei mir aber auch schon. Der ist an der Tunnelausfahrt, aber er ist erstmal chillen und Gas geben. Das fühlt sich echt cool an, wenn man da im Zug fährt. Im Gösing-Tunnel ist nämlich, wie gesagt, der Scheitelpunkt. Da hast du davor 2,5% Steigung und danach 2,5% Gefälle, also in Summe eine Differenz von 5%. Das spürst du richtig. Okay. Wenn du weißt, wo er ist, aber jo. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h, 600 Meter voraus. Ich bremse erst dann ab, wenn du piepst, Zug, also lass mich in Ruhe.
Würde ich dir auch empfehlen. Die kommen auch immer ziemlich rausgeschossen aus dem Tunnel, nicht? Oh, halte Wunsch! Hast du einen bekommen? Es hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60. Der Zufallsgenerator da ist so ausgelegt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Haltewunsch kriegst, höher ist, als die, dass du keinen kriegst. Deswegen, es hätte mich jetzt gewundert, wenn du keinen bekommen hättest. Jo, mei. Geschwindigkeitsbegrenzung von 45 km/h. Und auf 45 Runde. Ja, ich habe mal kurz den Sandstreuer ausprobiert. Sag mal, wie weit vorne bist du bitte? Ich fahre in 100 Metern in die richtige Position rein. Ah ja, ich habe da noch so 700 Meter oder so. Fahrtrichtung links. Requests. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 25 km/h. Und ich bremse auch gerade für den Safety. 25 km/h. Die Bremse ist bereits der Bremse angelegt. Gut, aber ich glaube, ich dürfte erst ein bisschen später losfahren als du. Yep, ich stehe jetzt in der Station. Mit einer quasi Notbremsung. Ja, in Gösing. Das wird gerade ziemlich eng. Aber hat noch gereicht. Nein, so. 25 km/h. So, ich bremse auf den 45er und bin aus dem Tunnel raus. 13:18:03. Kommen wir schon nach Gösing rein. Immer nur noch drei Passagiere halten. Ist das eine Family, die irgendwo hin will? Du, das ist wirklich so, gell? Hm? Was meinst? Irgendwie hat meiner es gerade für nötig gefunden zu piepsen, warum auch immer. Keine Ahnung. Was meintest du denn? Was meinst du denn genau? 13:18:37. Die Züge sind üblicherweise so leer. Also in die Richtung eigentlich nicht, aber in die Gegenrichtung meistens. Wow. Wobei, na doch, hier sind sie in die Richtung auch leer. Üblicherweise werden sie bei der Earl of Clausen dann voll. Beziehungsweise in Wiener Brock, je nachdem, wo, in welche Richtung du fährst. 13:18:54. Ich kenne die Züge ja. Man macht die Türe schon zu. Ja, bei mir ist es schon 45. Also ich bin, glaube ich, einfach ein bisschen später abgefahren als du. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 40 km/h. 35 km/h. Er ist abgefahren. Yep. Ich habe einen Score von 110. 110. Ja, ich auch. Hey, das heißt, wir haben noch beide bisher nichts überfahren. Ach, Gott sei Dank. Noch nicht. Ja, genau. Bis Rheingraben habe ich Fahrerlaubnis. Jetzt der nächste Halt sollte Annaberg-Reitz sein. Schauen wir mal nach. Geschwindigkeitsänderung auf 50 km/h, 9.905 Meter voraus. Ah, nee, stimmt. Das heißt ja mittlerweile wieder Annaberg. Geschwindigkeitsänderung auf 50 km/h, 9.805 Meter voraus. Ich fahre jetzt 9 Kilometer mit 40? Jo. Schnarch. Hey, es könnten 30 sein. Alter, fahre ich noch langsamer, zieht meine Lok mich gleich zurück. Es geht bergab, Mensch. Okay, dann geht's noch. Und deshalb bin ich gerade echt froh, dass ich beim Score die Geschwindigkeitsüberschreitung ein bisschen angepasst habe, ab wann der schreit. Ja, das ist auch ganz gut so. Ja. Weil der hier braucht 2 km/h, um zu checken, dass es zu schnell ist. Jetzt sind wir nämlich gleich im Minus. Und zwar deutlich. Allerdings. Einmal 10. 13:20:44, 13:26:00. 6 Minuten für 3200 Meter mit 40? Ja, ja. Du, der Fahrplan ist aber ziemlich eng, gell? Ich in Wahrheit. Merk's. Also ich war gerade eben schon froh, dass ich in Gösing pünktlich war. Gösing-Krabbenviadukt. Na deswegen, das ist das Problem mit den Langsamfahrstellen zwischen Mitterbach und Mariazell. Mitterbach ist der letzte Halt vor Mariazell. Dass du halt einfach, du hast die Zeit in Wahrheit nicht. Du bist immer verspätet in Mariazell. 1 bis 2 Minuten Verspätung, mindestens. Aber es ist der Endbahnhof, also es ist egal, weil du hast sowieso 10 Minuten für die Wende. Trotzdem, ich bin gerade im Gösingraben-Viadukt übrigens. Da bin ich schon durch. Ja.
Hast du auch dieses schöne Wasser? Ja. Die Soundkulisse ist nicht schlecht, oder? Mhm. Vor allem, wenn du startest, auf einmal Rettungswagen neben dir. Ja. Gibt's halt da oben nimmer, weil da fährt die Bahn alleine. Da ist die Straße ungefähr einen Kilometer entfernt. Das Witzige, ich hub die RTWs immer an. Echt? Ja. Boah, du bist fies. Ich denk mir dann immer nur so, Leute. Ich mein, ja, ich auch, aber. Ich denk mir dann immer nur so, Leute, ihr könnt mich zwar öfters mitnehmen in Stuttgart, aber hier nicht. Na, bei der habe ich mich mit den Objekten echt gespielt, was man da alles machen kann. Das habe ich gemerkt. Ja, ich kenne die Strecke halt auch gut. Wenn ich eine Strecke so gut kenne, dann kann ich das schon machen. Aber wenn ich eine Strecke nicht wirklich gut kenne... Irgendwann in meinem Leben will ich mal nach Japan und mal wissen, ob die das mit den Zügen wirklich so gut hinkriegen, wie alle sagen. Tun sie. Es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. Ich will das mal selbst erleben irgendwann. Verstehe ich. Du weißt eh, ich fliege nächstes Jahr in die USA im Sommer. Nice. Mhm. Ich hoffe, dass sich auch irgendein Eisenbahnmuseum ausgeht. Es gibt nämlich ein paar Loks, die ich mal sehen will. Dann versuche mal mit den Erfahrungen zu bringen, mit welchem Muster du fliegst. Hä, wie meinst du? Mit welchem Flieger? Boah, mit wem fliege ich hin? Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, ich fliege mit Lufthansa hin. Ja, aber was für ein Flugzeug. Wenn du da drin sitzt, versuch das mal irgendwie rauszufinden. Ich frage meinen Vater, der kennt sie. Perfekt. Der fliegt ja so oft. Also die Flugzeugtypen, die halbwegs im Passagierverkehr verwendet werden aktuell, die kennt er. Also das dürften dann entweder eine 747, eine A350 oder eine ja genau, A380. Wobei könnte sein, oder... Fliegt sie doch gar nicht mal, oder? Doch, klar. Die fliegen wieder. Echt? Die fliegen wieder? Yep. Ich fliege von Wien nach Chicago... nicht von Wien. Von Frankfurt nach Chicago. Große Klaus, aber es könnte sogar sein, ja? Rein von der Strecke her. Na, ich glaube eher, dass sie da eine 747 einsetzen werden. Ja, ich weiß... Was hatte ich das letzte Mal? 747-8 oder 747-4? Hat die Lufthansa auch 777s? Noch nicht. Aber 787, ne? Ah ja. Ja, ich bin ja schon mal rüber geflogen in die Staaten. Und ich weiß, dass ich am Rückflug eine 777 hatte. Ich bin mir aber nicht sicher, von ob ich hin vielleicht... Von der Austrian Wings könnte das sein. Nein, das war die Swiss. Ah ja, gut, das kann auch sein. Ja, das war die Swiss 777. Grüezi. Klaus-Grabentunnel, oder? Ja. Yep. Ja, yep, ich auch. Ich glaube, ganz eigentlich müssten wir mal unser Geld zusammenschmeißen und mal so ein paar... Kennst du die Serie, beziehungsweise die Plattform Pilot's Eye? Sagt mir jetzt nichts, nein. Da hast du... Saukampenviadukt. Hallo, Mr. Viadukt. Hallo, Haltewunsch! Da hast du verschiedene Flüge. Da waren sie zum Beispiel... Sagt dir der Name Jürgen Raps was? Nö, gar nicht. Ehemaliger Chefpilot der Lufthansa. Okay, ja, jetzt sagt mir die Position was. Da waren sie auf seinem letzten Flug mit einer A380 von Frankfurt nach nach San Francisco und zurück unterwegs. Das war geil. Und halt im Cockpit, denke ich mal. Im Cockpit, klar. Ja, mit 6 Kameras drumherum, mit HD-Sound, das ist so geil. HD-Sound? Ja. Wow. Nice. Ich überlege, ob ich mir mal... Das gibt es halt auf DVDs und ich bin mir überlegen, ob ich mir das mal anschaffe. Und da... Warte mal, ich muss mich mal eben auf die Einfahrt konzentrieren, dann ziehe ich gleich weiter. Weil das finde ich total geil. Anna Bergreit. Anna Bergreit. Bedarfshaltestelle. Ausstieg in Fahrtrichtung. Ja, ich habe auch gerade einen Haltebus bekommen übrigens. Exit in Treffen. Direction on the left. Auf jeden Fall. Passt das? Ja, passt. Hoffe ich. Stopp! Passt. Bremst du eigentlich auch mit der Zugbremse oder bremst du nur mit der AFB? Nur mit der. Nee, tatsächlich mit dem Fahrschalter. Oh, wir sind auf 8 angestiegen. Hallo! Ja, Annaberg, da kommen die ersten Wanderer schon. Und ich darf schon wieder weiter. Alle fahren, Hilfe! Der Fahrplan ist insane, oder? Nee, auf jeden Fall. Wir sind dann mit einem A340-300 der Swiss unterwegs. Aha. Und auf einmal kommt da von der Co-Pilotin nur so kurz nach dem Start so Engine 4 Oil High Temperature. Und der Kapitän nur so, oh oh. Wie heißt ja, der? Oh oh, beschreibt es aber ganz gut. Wie heißt der Film dann so schön? Triebwerk aus, ab nach Haus.
Ja, Sie haben recht. Und die haben wirklich die gesamten Procedures, die sie da abgearbeitet haben, aufgenommen und. Wow. Das war wirklich geil. Teilweise ist es mit dem Schweizerdeutschen ein bisschen witzig, aber gut. Und irgendwann, ich fand es so geil, ich fand diesen Kommentar von dem Captain einfach so geil. Irgendwann wurde die Co-Pilotin angefunkt, also von irgendeinem anderen Piloten, ja? Was haut der Kapitän stumpf raus? Deswegen fliege ich niemals mit einer Frau. Die flirten gleich mit dem gesamten Luftraum. Wow, okay. Ich meine, solange sie mit einem selber flirten, weil man jetzt nicht in einer Beziehung ist, warum nicht? Ja, ich fand diesen Kommentar immer nur so genial. Und dann hatten sie wohl irgendwo beim Anflug noch einen T-Cross-Alarm gehabt. Aber ja klar, das muss sein. Ja klar, vor allem mit einem Engine-Failure, ne? Natürlich. Ja. Nee, ich bin mal überlegen, ob ich mir diese Videos zu hole und die digitalisiere. Ja, kannst du überlegen, ja. Wir machen es auch mal mit einer... Und das werde ich mir, denke ich, auf jeden Fall holen, mit einer McDonnell Douglas MD-11 von Lufthansa Cargo unterwegs. Warte, die Lufthansa hatte meine MD-11? Die Lufthansa Cargo, die hatte 23 Stück. Wow, okay. Ja, die Passagieroperationen aber nicht, oder? Nee. Ja. Da war der größte MD-11-Kunde die Swiss, also hätte ich mal. So eine davon haben sie im Atlantik versenkt. Okay, der war... Ja, dass die Swiss MD-11 hatte, weiß ich. Okay, aber von der Lufthansa wusste ich nicht. Okay, sorry, das war böse. Das war ein bisschen böse, ja. Ganz easy. Ich rede nicht von der Lufthansa, ich rede von der Lufthansa Cargo. Das ist ein Unterschied. Ist es? Wienerbrock Josefsberg. Bedarfshaltestelle. Bedarfshaltestelle? Habe ich einen Wunsch? Request Stop. Hatte die Lufthansa Cargo eigentlich auch eine 7478F? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade... 13:28:43, 13:32:0. Toll, das ich muss anhalten. Ich bin zu früh. Ja, okay. Nee, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ich weiß es jetzt auch nicht. Nee, aber wie gesagt, einige MD-11s haben sie ja im Atlantik versenkt. Mit einem angeblichen Feuer hinter sich, denke man, sie wollten nur eine Runde Flieger versenken spielen. Nein! Du bist böse heute. Heute? Fragezeichen? Na, stimmt eigentlich immer. Passt, danke. Ich wollte gerade fragen. Ich muss auch stehen bleiben, ich bin auch zu früh. Hast du mal in den Kanal Green Dot Aviation reingehört, den ich dir geschickt habe? Da hat er ja den Swiss Air 111er behandelt. Der bringt ja eigentlich fast jede Woche ein Video raus. Ich finde das cool. Ja, da habe ich vor einiger Zeit mal reingehört, aber ich kam dann leider nicht dazu, irgendwie groß was anzuschauen. Ich habe mir die alle abgespeichert, die Dinge. Ah ja. Also wenn du magst, kann ich die mal in den OneDrive-Ordner schmeißen. Genauso wie hier Mentor Pilot, da habe ich mir auch alle von gezogen. Mach mal, warum nicht? Das also, vorausgesetzt, ich habe dann noch Speicherplatz auf OneDrive. Du solltest vielleicht mal meine Filme rausnehmen, die hast du da noch drin liegen. Stimmt, sollte ich mal rausnehmen. Ich habe es mir eh schon gespeichert, aber ich habe irgendwie nicht gecheckt, dass ich die rausnehmen kann. Mittendrin Flughafen Frankfurt ist da mittlerweile nicht mehr aktuell, aber gut. Egal. Da kamen mal wieder so ein paar Völkchen. Ja. 13:30. Naja, jedenfalls, ich fliege dann in die USA. Mhm. Ich bin aktuell so am Überlegen. Also ich hoffe, es geht sich ein Eisenbahnmuseum aus, ein größeres, vielleicht das in Illinois. Das ist relativ groß. Ich will nämlich irgendeine von diesen großen amerikanischen Dampfloks sehen. So eine 4884 geht nicht, aber irgendwas Großes. Ich habe ja schon mal gesagt, so ein schöner Güterzug für den amerikanischen Güterzug wäre schon mal geil, so ein Riesenviech. Voll. Da könnte man auch den Big Boy nachbauen. Mhm. Eben, der ist eine 4884 von der Radanordnung her. Also zwei. Was ist das für Vorlauf, ein Lok? Dampflok. Mit zwei Vorlaufachsen, vier Treibachsen, einem Gelenk, vier Treibachsen und zwei Nachlaufachsen. Eben eine 4884. Die zählen Räder, die Amis. Die zählen nicht Achsen, sondern Räder. Deswegen sind die Zahlen immer doppelt. Im Vergleich zu uns. Was auch? Bei uns wäre es eine 2DD2. Türen zu. Ich darf nämlich gleich schon wieder.
Er war auch in 40 Sekunden weiter. Apropos Tür zu, da ist bei dem Film von Jürgen Raps, von dem letzten Flug der Lufthansa mit der Lufthansa 454, was richtig schön ist, kurz vorm Start war dann kurz der Purser bei ihm und dann der Kapitän so, Tür zu, Tür zu. Will er die Cockpit-Tür zumachen? Nein, nicht die, die 1L. Neue Nachricht AFD aktiviert. Das war auch schön. Jürgen Raps, ich finde ihn generell vom Humor cool. Wollen wir mal anschauen, ne? Ja, das findest du auf YouTube tatsächlich, zumindest so ein bisschen. Aber auf der DVD gibt es das Ganze halt auch nochmal mit Audiokommentar von ihm, ne? Das ist halt das Coole an der Geschichte. Ja, glaube ich. So, meine Fahrerlaubnis endet jetzt bald. Meine in 4100 Meter. Ja genau, du hast bis Erlaufklausel und ich habe jetzt hier bis zur ZLM reingraben. Deswegen fliege niemals mit einer Frau, die flirten gleich mit dem gesamten Luftraum. Ich finde den Spruch so geil. Vor allem von so einem Schweizer Menschen, das erwartest du einfach mal überhaupt nicht, ne? Ja. Ich meine, die sind doch sonst so neutral und dann kommt auf einmal sowas. Ich so, Aber sie hat ihn dafür geschlagen wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, sie hat gelacht, aber ich war da noch gar nicht so weit. Ja. Vorhin, wenn dann auf einmal mit Hallo mit Vorname und du aus dem Funk kommt, würde ich als Pilot auch schon mal kurz so überlegen, so ja, what the heck? Da auch, Kollege. Kann mir einer sagen, warum mein TWS jetzt auf einmal so leise ist? Nope. Ich bin ja echt mal gespannt auf Euroflight 3. Ich auch. Jetzt habe ich gerade pausiert, um die Soundlautstärke anzupassen und habe eine Zwangsbremsung bekommen. Ja klar, jetzt habe ich einen Score von 80, ist klar. Ich habe einen Score klar. Von 120. 120! Lass mich ja, okay, du gewinnst. Wir sind noch nicht durch, mein Lieber. Duck, duck. Was? Warum geht die sich? Keine Sifa-Sounds mehr. Oh. Ich kann kein Kuh mehr drücken. Bitte? Ich kann kein Kuh mehr drücken. Oh. Rein kam Tunnel. Ich kann doch kein I drücken. Notiere, Maximilian zerschießt sich dein CWS. Punkt. What the heck is that? Das weiß ich nicht, also ich fahr noch. Ja, ich musste gerade den Führerstand killen, damit ich diese vermaledeite. Was? Reingrammbrücke. Was ist das? Ich hatte gestern auch ein ziemlich stranges Phänomen, da hat er bei mir den Fahrschalter auf minus 5 zurückgerissen und gehalten. Also, ja? Egal was ich gemacht habe, ist immer wieder zurückgesprungen. Ich kann nicht mal bremsen. Ich kann die AFB nicht abdrehen. Nennt sich sowas dann unstoppable? Wie bitte? Nennt sich sowas dann unstoppable? Ja. Gut, verdammt, ich bin froh, dir, das funktioniert nicht. Ich fahr mal rückwärts. Lass ihn die Machbrücke. Was ist das? Was ist das? Okay, ich halte an der nächsten Station an und ich würde sagen, dann beenden wir das Video spontan, dass wir da mal auf die Suche gehen können. Die Machbrücke. Boah. Oder willst du noch ein bisschen Zeit, um deinen Zug wieder unter Kontrolle zu kriegen? Also, liebe Leute, wir laden nur Felix seine Aufnahme hoch, weil meine ist einfach mal voller Gepiepse hier jetzt. Na, die laden wir aber auch bitte mal hoch, weil es wäre doch mal witzig hier so, Zug außer Kontrolle. Ich bin gespannt, die Aufrufe werden enorm. Wir machen einfach Outtakes. Oh, oder? Oh, weia, das müssen eine ganze Menge werden.
So, ich probier's jetzt gerade nochmal. Was? Kann mir einer. Warum verdammt nochmal? Hä? Wie gesagt, ich hatte bei der Deltic ein recht interessantes Phänomen, dass er mir den Fahrschalter immer wieder auf minus 5 zurückgezogen hat, egal was ich gemacht habe. Aha. Ich konnte nicht mehr fahren, ich musste den neu starten. Sehr spannend. Ja, ich kann gerade nicht bremsen, warum auch immer. Also ich kann Gas geben, oder kann ich Gas geben? Nee, ich kann nicht beschleunigen. Klimaklausbrücke. Zug außer Kontrolle. Was ist das? Hallo ihr Vögel. Tut mir leid, dass ich euch anrufe, aber bye. Manche Sachen funktionieren. Er merkt sich auch nicht, bis wohin die Fahranfrage geht. Ich musste jetzt immer neu anfordern. Ah, wahrscheinlich ist das Problem. Dass da irgendwas spinnt. Dann würde ich das gleich mal ansehen. Und wenn wir ja, gleich schon mal bei Fehlern ansehen dabei sind, vielleicht könntest du ja nochmal in die Programmierung der ÖBB 2016 reinschauen. Das habe ich tatsächlich schon gemacht und ich habe nichts gefunden. Hä? Don't ask, ich habe keine Ahnung. Ja, dann, das liegt an den Wagen irgendwo, ne? Ja. Das liegt auf jeden Fall an den Wagen. Großer Zinkentunnel. Na, der merkt sich nicht, bis wohin ich die Fahrerlaubnis habe. Das Problem hättest du jetzt hinter der Erlaufklausel wahrscheinlich auch. Und deshalb kann ich nicht fahren, weil er dann natürlich immer denkt, dass ich die 400-Meter-Marke überschritten habe und mir eine Zwangse reinhaut. Also eigentlich funktioniert alles, bis auf die also ich Ausgabe eine Fahrfrage der Fahrerfrage selber. Gestellt und in dem Moment bremst er mich gerade ab. Ja, genau. Beziehungsweise er hat gerade gepiept. Fahrerfrage gestellt. Ja, nee, es geht nicht weiter. Gleiches Fehlerbild wie bei mir? Ja. Cool, dann ist das Problem. Okay. Wissen wir zumindest, wo wir schauen müssen. Dann beenden wir das Video hier. Weißt du, dass die Bremse bereits angezogen ist, du? Hier nie? Naja, von meinem Video gibt es irgendwann die Outtakes. Schön, dass ihr dabei wart. Felix, sein Video laden wir mal hoch. Und wie gesagt, von meinem kommen dann irgendwann die Outtakes. Wenn ich mal dran denke. Wirklich sehr interessant. Also. Ja, schon. Ich musste generell, die witzigsten Sachen muss ich mir generell mal zusammenschneiden, eben als Outtakes. Und dann lade ich das alles hoch als eine Kompilation. Hashtag unser Sturzflug. Genau. Oh. So was. Benutzer 737. Bumm. Das wäre übel. Schon, es war wirklich böse. Naja. Naja, jedenfalls schön, dass ihr da wart. Ich hoffe mal, ich finde den Fehler, sonst nehmen wir einfach noch irgendwas anderes auf heute, oder? Ja, können wir gerne machen. Ja, und sonst viel Spaß. Schaut meine anderen Videos an auf unserem Kanal, also auf meinem Kanal, unsere anderen Videos, so rum. Und ja, sonst, wenn ihr was zu TWS wissen wollt, Audiogames Forum oder mein Discord wir in der Videobeschreibung. Dass er da bald mal kommt. Ja, schauen wir mal. Wir sind dran. Genau, wir sind dran. Gibt aber kein Datum, gell? Jut, bis denn. Bis dann.